Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Skyblock. Und das Gedödel, das Gedöns hinten läuft und Hund auf zu bellen. Und ja, ich mach mal hier kurz ein bisschen leiser. Ich weiß ja nicht, wieso es in der Temples of Legends Aufnahme so leise war. Jetzt ist mir gerade ein bisschen zu laut. Und ja, womit fangen wir denn an? Also, ich denke, wir fangen erstmal mit dem einen Thema an, das in, ja stimmt, mein einjähriges Jubiläum, ach nee, stimmt, da ist es wieder noch gar nicht oben. Das habe ich ja, stimmt, ich habe nämlich, oh, das ist mir immer noch so laut. Ich habe nämlich, falls jemand gemerkt hat, am 19.03.2013 mein einjähriges Jubiläum auf YouTube. Und dafür habe ich ein Mini-Special vorbereitet, also wo ich ganz kurz halt nur anspreche und so lieber blub, ne? Und habe ich gerade gedreht, weil ich dachte mir am 9. und dann dachte ich, oh, hast du noch 10 Tage Zeit oder 11 Tage, ne? Aber egal, habe ich das schon mal hochgeladen und auf geplant gesetzt. Das heißt, am 19. wird automatisch das Special erscheinen. Und ich pflanze erstmal das hier wieder ein. Den Apfel tue ich mal kurz hier rein. Und ja. Ich kann nicht so viel. Na, dann behalte ich mir das Thema erstmal im Hinterkopf. Warte mal. Das ist, wird es eine heikle Aufgabe, was ich jetzt vorhabe. Ich, also wenn ich jetzt verrecke, dann muss ich mir gleich das Wasser und den Eimer wieder schieten. Weil ich habe jetzt was Kleines vor. Ich möchte nämlich hier hinten den Sand endlich abbauen. Ich habe auch schon eine Ahnung wie. So, ich werde erstmal hier ein bisschen Schnee wegbauen, weil er war nur nervt. So, folgendes. Zack, hier kommt Wasser hin. Habe ich mir nämlich in der letzten Folge überlegt. Und jetzt werden wir hier leicht runter, aber bitte nicht zu weit runter. Und jetzt können wir hier nach unten bauen. Und uns so eine Treppe bauen. So, ich hoffe, das klappt jetzt alles so, wie ich mir doch dachte. So, ich denke, das reicht erstmal. So, bitte lass mich hier drauf und bitte lass mich nicht runterfallen. Bitte lass mich nicht runterfallen. Das war knapp. So, dann bringe ich das ganze Gedöns erstmal wieder zurück. Also ich wollte eigentlich gerade ein Thema ansprechen, aber das kann ich gerade nicht sagen, weil ich mich jetzt hier ein bisschen konzentrieren muss, dass ich jetzt nicht verreck. So, Wasser kommt dahin. Einmal kommt in da Kiste. Und ja, so, dann lass schon mal hier hin. Wollte ich gerade noch irgendwas? Ich hatte noch so viele Themen gerade noch. Na egal, dann werden wir jetzt erstmal halt hier ein bisschen auf Skyblock konzentrieren. Genau, Temples of Legend ist jetzt auch fertig. Endlich. Hoffentlich reicht es auch von der Dingens her. Och ne, ich glaube, es war eins zu. Es war eins zu Dingens. Eins zu niedrig, dann kann ich mir direkt jetzt noch einen neuen Wassereimer holen und noch tiefer gehen. Ach, herrje. Hoffentlich wächst dieses Gedöns auch. Perfekt. So muss das, ne? Abgebaut. Zack. Leichtigkeit. Und, ach genau, ich habe zock mal wieder mit Mods. Mal wieder den Race Mini Map drin und den Matmos. Wie man hört, ich glaube, das war es auch von den Mods her. Kein, also Optifine hat mir ein bisschen rumgemuckt. Der wollte ein bisschen aufmucken. Oh, das Wasser, das sah gerade lustig aus. So, genauso wollte ich es haben. Ich könnte ja auch, falls ich. Nee. So. Nein, nicht runterfallen. So. Machen wir hier zwei tiefer. Sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und hier kann man auch nochmal. So. Gut. Schnell wieder hoch. Oh. Heiliger Strohsack. Das war knapp, du. Ich habe auch ein neues Projekt vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das gut ankommt. Ich habe mir nämlich letztes Mal als guter alter Nerd, wie ich doch bin. Ist die Empfindlichkeit hoch? Als guter alter Nerd, wie ich doch bin, habe ich mir die GameStar gekauft. Und da war eine schöne Vollversion drin.
zufälligerweise. Wie hieß das noch? Habe ich das hier irgendwo rumliegen? Nee, ich glaube nicht. Weiß nicht mehr, wie es hieß. Auf jeden Fall war es so ein kleines Art Rollenspiel. Ich schätze mal, es ist auch nichts Großes jetzt. Und da kann man ja auch mal ein kleines Let's Play zu machen. Ne? Wäre auch mal relativ lustig. So, ey, wir hätten sogar hier genauso tief gehen müssen. So, perfekt. Und jetzt kann ich euch das mal ganz genau erklären. Oh, da können wir nochmal zurücklatschen, Kobbel holen. So, dann hole ich schnell nochmal Kobblestone. Ja, so lange kann ich ja schon mal das Thema ansprechen. Also, in nächster Zeit werden wahrscheinlich nicht mehr so viele Videos kommen. Ich gucke, dass ich jetzt so viel wie möglich vorproduziere und alles schon hochklatsche. Oh, dramatische Musik. Denn... Oh, wir haben noch einen Koppel. Dann bauen wir so einen Koppel ab, da kann ich ein bisschen erzählen. Denn... Ich habe jetzt demnächst ziemlich viele Prüfungen, um genau zu sein, ein paar Abschlussprüfungchen zu schreiben. Und da sollte man sich ja schon ein bisschen drauf konzentrieren. Ne? Und da wird das Zocken und das Aufnehmen und YouTube allgemein ein bisschen oder allgemein alles andere ein bisschen in den Hintergrund rücken, damit ich das Gedönste alles überstehe. Schöne Prüfungen hinklatsch und dann nochmal meinen Abschluss in der Tasche ab und ja. Dann habe ich nicht mehr Zeit, weil dann wird es genau weitergehen mit der Schule, aber auf jeden Fall erstmal dann eine scheiß Prüfung hinter mir. Und dann kann ich mich auch wieder ein bisschen darauf konzentrieren, aber im Moment sind meine Gedanken wahrscheinlich ganz woanders. Naja, nur so zur kleinen Info, falls dann nur irgendwie einmal die Woche ein Video kommt oder zwei alle zwei Tage nur oder sonst was oder drei Tage, was weiß ich. Ich versuche es nämlich relativ viele hochzuladen noch. Und ja. Genau. Skyblock ist schon zwei Parts hochgeladen. Aber ich frage mich immer noch, wie wir aus dem Sand mehr Sand, also noch mehr Sand machen wollen. Weil, habe ich gerade ehrlich gesagt gar keine Ahnung, weil wir brauchen ja auch viel Glas und sonstiges Sand für Kaktus und blibblablub. Deswegen, ich habe gerade gar keine Ahnung. Ach, können wir den Schnee mal hier eigentlich mitnehmen. So oft schneit es ja hier nicht. Blub, 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 blub. So, das ist aber auch gefährlich hier. Und dann, wenn wir den Sand hier abgebaut haben, können wir uns eigentlich auch schon mal... Oh, das war die Schaufel. Also ich glaube, die Schaufel brauchen wir erstmal überhaupt gar nicht, denn das wird sich sozusagen von selbst abbauen. Hört sich komisch an, ist aber so. So, dann geht es hier noch. Zack. Zack, zack. Also ich hoffe mal, dass es so funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich werde es gleich wissen. Und hier noch ein paar dran geblubbert. Ich mache immer mal eins weiter hier, dass mal, falls mal was eins ein bisschen daneben geht. Zack. So. Ah, da kann ich hier noch so einen kleinen Kranz drum ziehen eigentlich. Kranz. Weihnachtskranz. So. Und bitte passiert jetzt das, was ich will. Sauber. Genau das habe ich mir genau so gedacht. Dass nämlich alles einfach runterklatscht. Das können wir hier alles ganz gemütlich abbauen. Und gerade einen kleinen Frameinbruch. Und hätten wir das jetzt nicht so gemacht, wäre natürlich alles nach unten gerast. Und wir hätten den Sand nie wieder gesehen. Deshalb ist es so eigentlich die beste Möglichkeit. Glaube ich. Und ja, weiß es nicht. Ich guck mal, vielleicht habe ich irgendwo noch mal ein paar Möglichkeiten, mit, dass wir noch mehr Sand kriegen. Weiß nicht, weil mich fällt gerade gar nichts ein, wie man mehr Sand herstellen kann. Wahrscheinlich gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ich bin halt einfach nur zu blöd gerade. Weil ich meine, 27 Sand ist es auch nicht gerade die Welt, ne? So, jetzt bitte nicht runterfallen. Bitte nicht runterfallen. Danke. Ja, aus dem Schnee kann ich eigentlich direkt mal Schneeblöcke machen. Zack. Zack. Kamömmel, die Bömmel. Und hier überall noch ein bisschen. Vielleicht geht's ja auf. Nein, natürlich nicht. Dann würde ich sagen. Ach, können wir direkt noch ein bisschen Korblee abbauen.
Und das ist eigentlich auch ganz gut hier, dass mit der Fackel, dann tut der Dingens das Wasser nicht mehr einfrieren. Äußerst praktisch. Ach, ich mag diese 8-Bit-Musik, habe ich glaube schon mal gesagt. Es ist einfach so ausdrucksvoll. Ja. Ich weiß, es ist wieder ein bisschen langweilig, jetzt das Kobbel abbauen. Aber wir brauchen halt Kobble, ne? Da können wir uns so lang eigentlich schon mal... Ach, der scheiß Schnee hier. Hier ist drin? Nö. So lang schon mal eine Schaufel bauen. Schaufel. Und den Rest hier rein und dann hier mal den ganzen Schnee mitnehmen. Was mit? Ah, ich habe gar nicht die Monsters. Die Monsters an. Die brauchen wir ja auch. Und dadurch, genau, da wollte ich mir erstmal ein Bett bauen. Das wollte ich in der letzten Folge machen. Das weiß ich noch, weil wir dann immer unten gespawnt sind und nichts. Das weiß ich noch. So, alle Spuren vom Schnee beseitigt. Halt immer mal Shift gedrückt, falls es irgendwie kommen sollte, dass wir runterflatschen. So, jetzt kommt wahrscheinlich gleich ein Creeper an. Nach meinem Glück. Und ja. Mache ich erstmal hier ein bisschen Schnee draus. Geht natürlich auch nicht auf. Perfekt. Haben wir schon relativ gut Schnee gesammelt. Hm. Noch eine Fackel. Könnte ich die eigentlich auch mal hier aufteilen. Dass hier auch nichts spawnt. Das hier noch? Nee, das reicht so. Das reicht so. Ruhe ich noch mal 50 mal rein. So. Was? Ich tue einfach mal ein bisschen Kobbel abhacken. Haben wir ein Schwert hier drin? Jawohl. Dann können wir eigentlich gleich mal auf Monsterjagd gehen. Könnten wir uns eigentlich wie so einen kleinen Spawning-Raum bauen. Wäre relativ praktisch, finde ich. Wenn wir uns halt so einen kleinen Raum, so eine Ebene bauen, wo halt komplett dunkel ist. Oder halt nur halt eingezäunt, wenn nachts, dann spawnen alle und dann kann man da reingehen. Alle kaputt mörmeln. Und das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Gar keine schlechte Idee. Ich sammle wieder keinen Kobbel ein hier. Nein. I will always Kobbel. Juhu. Ich fange wieder an zu singen. Ich sollte damit aufhören. Neue Adventure Map kommt auch mit dem Dabobert hier. Wissen noch nicht. Doch, er weiß noch welche. Genau, ich weiß auch welche. Aber ich will nicht spoilern. Auf jeden Fall ist es eine richtig geile Map. Das kann ich schon mal verraten. Aber die wird sich diesmal auch ein bisschen länger ziehen. Und nicht nur 7 Parts wie Temples of Legends. Aber das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlimm. Hallo Creepermann. Tschüss Creepermann. Denn ich mache erstmal zu. Ich kabömmel hier erstmal zu. Damit ja auch niemand reinkommt, niemand ungewollt ist. Man weiß ja nie bei denen, wo die überall lang kriechen. Und was wollte ich denn gerade sagen? Mist. Ich hab's wieder vergessen. Ja genau, dass wir einfach die Adventure Maps Reihe einfach wirklich nur kurze Maps nehmen, die dann vielleicht maximal 5 bis 6 Parts sind. Hätte ich eigentlich auch nichts dagegen. Wäre eigentlich ganz lustig. Aber ich denke mal, so die ein oder andere längere Map kann ja schon mit reingeklatscht werden. Und ja. So, ein bisschen Holz gesammelt. Saplings, genau, Saplings. Tu erstmal hier. Oh, das Mikro hier so riesig sehe kaum was. So, ein bisschen ein paar Saplings abgeiern, bitte. Ich habe heute eigentlich auch nicht so viel Zeit, also weiß ja nicht, wie viele Folgen ich aufnehme. Aber ich will eigentlich nicht immer nur eine. Ah, vielleicht mache ich schon mal 2, 3, 4, 5, 6, 7, mach mal 10. Nein. Ist ja gerade Wochenende. Das heißt, morgen. Ja, morgen könnte ich eigentlich sogar noch ein bisschen aufnehmen und hochklatschen. Die Folge, die geht wahrscheinlich direkt auch heute noch online. Hoffe ich zumindest, dass ich alles noch hinkriege heute. Dass ich die dann durchrendern lasse und hochladen und alles. Und ja. Gut. Haben wieder schön Saplings gesammelt. Bammelt.
Dann werde ich hier auch gerade nochmal ausweiten. Wir haben noch ein bisschen Cobblestone gehabt. Dann werde ich hier mal wieder eine kleine Plattform nochmal dran mömmeln. Ein bisschen Erde können wir eigentlich auch mal wieder abbauen. Wie sieht es denn aus mit unseren fantastischen Erdvorkommen? Schaufeln. Ach nee, ich wollte eine gespitzte Hacke haben. Und natürlich den ganzen Kobbel aufgebraucht. Besser kann es ja gar nicht sein. Muss man eigentlich aufpassen, dass uns die Spitzhacken nicht ausgehen. Sonst haben wir immer ein großes Problem schon, du. Ach nee, müssen wir mit Holz wieder anfangen. Das ist so großes Problem dann auch nicht. Komm. Oh. Ist der Stein wieder weg. So. Zack. Zack, zack. Und da hätten wir schon wieder eine Stein-Spitzhacke. Dann gucke ich kurz nochmal unten. Mach den Kobbel nochmal hier. Ich habe immer Angst, dass ich den dann zu früh wieder E drücke und dann einfach so alles weg ist. Hier, die ganze Scheiße, da können wir nicht mal abbauen. Da muss ich noch ein bisschen Kobbel holen. Ach, das ist immer aufwendig. Ich glaube, ich habe sogar noch. Ja, too many items habe ich auch drin. Aber jetzt benutzen wir, glaube ich, nicht. Nee, wollten wir nicht benutzen. Ist ja auch ein bisschen Cheaterei dann. Ach, herrje. So, ich denke, das reicht. Und. Ja, das. Ja, das reicht schon nicht. Das reicht wirklich nicht. Ach, Tresi, du Alter. Einmal logisch nachdenken. Plop. Ich mach schon ein bisschen zur Synchronisation, dass ich es nachher einfacher habe. Weil ich muss ja die Tonspur und die Videospur legen und das nicht unsynchron anhört. Zum Beispiel wieder ein Tempest of Legends Folge, wo der mir da Fraps irgendwas rumgemömmelt hat. Hat mich auch ziemlich aufgeregt. Hab ich gerade ein Skelett gehört? Man hört nichts wegen der fröhlichen Musik. Oh, nein! Mama Mia! Here we go again! Bye, bye! Das kann ich wieder eingeben. Ach, hey. Dieses Skelett. Kann ich wieder komplett austicken. Toll, die ganze Spitzhacke ist im Arsch. Draxvinu! Was denn? Ich hab doch hier alles. Game Mode? Achso. Nein? Okay, Leute, da sich die Spur jetzt sowieso verschoben hat, weil ich gerade auf eine falsche Taste gekommen bin, ja, werde ich die erste Folge beenden und dann wahrscheinlich nachher nochmal aufnehmen oder so. Also, sonst verschiebt sich viel zu viel und dann wird es wieder viel zu viel Arbeit. Also, muss ich mal kurz aus. Von daher würde ich sagen, bedanke ich mich für die erste Folge. Und ja, wir sehen uns. Tschüss.